Hallo und herzlich willkommen hier zur zweiten Folge hier auf der Karte Evo Thüringens, Version 3.101. Ja, Milch habe ich nun aufgeladen. Haben wir es da? Kleiner Rest. Und dann fahren wir mal den Milchanhänger zum globalen Markt. Der LKW ist auch voll mit Milch, aber wir nehmen erstmal den Traktor. Und der soll ja den Milch nicht fahren. Als konstante ja, also immer im Prinzip, ne? Der Anhänger wird letzte Folge gekauft, habe ich schon eine Woche her. Junge, macht ja auch Probleme. So, Originalfahrzeug, muss ich mal schauen, ob das nun mein Gut, das sind extrem viele Tonnen. Es könnte am Mod liegen. Habe ich mal einen Verdacht. Ja, das wird schlecht, wenn der alleine fährt und dann so eine Sperenzchen macht. Sperenzchen, dann ist es schwierig, damit klarzukommen. Wenn der Mod so eine Schwierigkeiten macht, dann muss ich ihn rausnehmen. Ja, ist ja nicht kontrollierbar. Ja, jetzt blockiert der Auto wieder. Ja. Brrr. Deckel zu. Ich meine, das ist schon das hohe Gewicht, ne? Also es ist ja ein Mod, wo das Gewicht, wo die Anzeige vom Gewicht her, das sollten alle theoretisch, lass mich grob schätzen, im Vergleich zu anderen Fahrzeugen, bestimmt hier 80.000 so viel drin, ne? Ist klar, dass es dann hier, wenn das Originalgericht angezeigt wird, das Probleme gibt, ne? Ein realistisches Mod müsste dann mal in der nächsten Folge mal kurz deaktivieren. Vergleichen zu bekommen. Beziehungsweise machen wir gleich. Ich mal unterbreche ganz kurz die erste Folge. So, kurze Pause. So, Pause. So, weiter geht's. Ich habe den Mod dann ausgenommen. Mal schauen, ob das mit besser geworden ist, ne? Wenn man ausbricht. Ich meine, das Gewicht zeigt immer noch so viel an. Gut, das war mein Fehler. Aber er hakt nicht mehr so fest, ne? Kann natürlich sein, wenn er irgendwo stärker einsackt. Am Boden. Oder eine Straße, je nachdem wie er gerade konstruiert ist, der Mod, dass es da Probleme geben könnte, ne? Also später will ich ihn mit einem anderen Traktor fahren lassen, weil der ist dafür ein bisschen ungeeignet, der ist zu schnell. Das würde automatisch Probleme bringen, weil der wird nicht in der Kurve bleiben, ne? Der wird immer ausfliegen, beziehungsweise bei Gelegenheit zu schlecht bremsen, ne? Weil der Schwung ja drin ist, wenn er mit 140 km/h fährt, ist schon heftig, ne? Für einen Traktor zum ersten, zum zweiten mit einem Gewicht hinten dran, mit 69 Tonnen Gesamtgewicht, ne? Also fast 70 Tonnen, ist etwas zu viel, würde ich mal meinen. Meines Wissens ist irgendwie 40 Tonnen die Grenze für die Straße, ne? Bin mir nicht ganz sicher, aber irgendwie so den Dreh ist es. Geht pro Achse und so, also das weiß ich nicht genau. Ich weiß nur, dass es recht viel ist. Das sind 1, 2, 3, 4 Abfahrer. Mensch, das Kinder. Da müssen wir mal was vorhaben hier. Große Ernte. Schauen wir mal morgen, ne? Ingame morgen. Morgen reif wird. Ja, hier geht schon los und ich fahre.
dass die Last hinten ganz schön die aufschaukelt. Ich muss mal schauen hier im globalen Markt, wo ich hier die Milch abkippen kann. Das muss ich mal schauen. Und dann muss ich diesen Ort anschließen. Und dann muss aber ein anderer Traktor genommen werden. Ah, heftig. Komm nicht zum Stehen. Ah, der Hänger ist doch ganz schön. Nase juckt. Zu groß. Mensch, habe ich da nicht mehrere Hänger drin gehabt? Anhänger meine ich jetzt. B. Das ist eine, ne? Und was hätte ich noch? Güllefässer, Mischstreuer, Düngestreuer, Zuckerrohr, Tierhaltung, Tiertransport, Ballentechnik. Diverse sicherlich nicht. Aber man kann es probieren. Ah, hier haben wir doch was hier. Das sind die Gerätschaften von Castor. Soweit ich weiß. 50.000 Liter, das kommt schon sagen mit näher. Aber das mit LKW und das mit Deichsel. Was auf dem Teil? Körnermais. Na, Körnermais wollen wir im großen Ganzen nicht haben. Aber das wäre so eine Anhänger. Ne? Da könnte man theoretisch. Ne? Was gestalten, ne? Theoretisch. Gut, Breitreifen, ne? Aber der wäre gesagt für LKW. LKW haben wir ihn da. Erstmal. So. Die anderen Fahrzeuge. Das ist ein bisschen gut, da geht keine Milch. Doch, Milch geht rein. Ja. Habe ich hier gerade gesehen? Ach hier. Wahrscheinlich Dünger oder sowas. Was diverses. Dann nehmen wir mal diesen hier, ne? Und da David nicht. Da werden die Kurse entsprechend nicht so sein, ne? Mein darf oder nicht darf, wird mir im Grunde nicht interessieren. Ich bin alleine, aber wie gesagt, die Kurse werden ja, müssen wir ganz kurz aktivieren. Bei Alt 0 auch hier habe ich jetzt Outdrive Kurs, den Kurs nicht, Version 1.1.08. So, so abladen. Ah, ja, gut, das wäre eine Option, ne? Probieren. So. Mal gucken, ob er so abladen will, wenn offen ist. Wo es ja eigentlich oben egal ist, ne? Nimmt da nichts an, beziehungsweise kommt kein Symbol. Hier ist beladen, das Getreide AG. Kann er mal lang fahren. Neuer Versuch. Tank ist voll, ja. Müsste man hier vorne probieren, gegenüber Schräge. Ja, ich guck mal nach rechts zum globalen Markt und dann fahre ich gegen Laternen fahren. Gut, dass die nicht umknicken, ne? Wäre rein technisch gesehen
wenn man wollte, muss man programmieren. Ne? Hier ist auch ein ganz, ganz ungünstiger Bereich. Also hier wäre bald wieder so ein kleiner Anhänger ganz gut, ne? Mit dem Großen auf Dauer Schwierigkeiten kriegen. Was er tue? Na, da kommt denn hier rum. Na, dann müssen wir so einen kleinen Anhänger nehmen, das ist auch nichts. Versuchen wir jetzt dahin zu kommen, ob der Punkt überhaupt ein Abladen ist. Das ist ja auch immer ganz wichtig. Und das ist wirklich sehr eng hier. Also, oh, hier kann man abkippen. Gut, GM2 abladen, ne? Wäre es dann theoretisch. Also globaler Markt, Abladen 2. Müsste ich aber jetzt nicht programmieren. Ich muss es mir nur merken. aber hier kann man gucken. So, die Felder. Hof 1. Haben wir irgendwas hier verkauft? Getreide AG. Viehhandel, Scheune, Getreide AG. Kieswege, wo wir hinfahren, ne? Wo ist denn Holz? Hof, Silo, globaler Markt. Jo, haben wir doch zwei, dann ist der Pakta eh. Ablan 1 und 2. Belan, da haben wir. Oder etwas anderes geschrieben. Na gut. Verstanden hat sicherlich. Ich mache mal hier. Dass man merken kann. Weil aktuell geben die Kühe jetzt keine Milch. Die sind aktuell schon gemolken heute. Ja, dann lasse ich mal den Mod erstmal weg. Und ich muss mir jetzt langfristig gesehen den Kleidanhänger wieder kaufen. Da fährt er sich aber auch doof und dämlich, ne? So, Milch verkaufen. Saatgut muss man holen, ne? Zurück, Milch, was haben wir gekriegt? Gut. Hier ist er mit den großen Fahrzeugen so am eben einmal überfordert, ne? Anführungszeichen. So, zurück zum Hof. Also Milch ist der zu groß. Beziehungsweise ich könnte mal probieren, ne? Müsste ich. Zu. Sie erinnern sich. Oh. Kurz mal die roten Punkte ausmachen. So. Besser ist so, ne? Ja, was wollte ich noch machen? Die Ernte, ja, die Ernte. Wir haben jetzt 12.34 Uhr. Heute passiert nichts mehr. Aufgrund der Tatsache, nicht reif ist. Ja, ist halt so, ne? Und Grasball haben wir auch gesammelt. Dünger gestreut ist er auch, glaube ich. Muss man auch überlegen. Ja, ist gestreut. Bei Feld, bei Pferdegras düngen ging noch nicht. Muss ich aufwarten, dann muss ich schauen. Anhänger haben wir komplett alles. Was ich da jetzt langfristig was mache, muss ich sehen. Wie gesagt, Traktor sehr schnell. Der wäre dafür auf Dauer nicht geeignet, ne? Also das wäre abenteuerlich. So.
Ja, hier Aussaat vorbereiten wir auch Blödsinn. Ne? Stroh einsammeln ist auch Blödsinn, wir haben zu viel. Das ist totes Kapital, kann man sagen. Ne? Das ist. Ich kann gleich auch ein Feld lassen. Und Stroh verkaufen hier beim Futterhandel. Da ist halt Diesel ja teurer, wie der Stroh einbringt. Ne? So, den Milchanhänger könnt ihr hier auch installieren. Mal gleich mal gucken bei der BGH, ob die genug Silagewallen haben. Und dann werde ich mir mal einen Traktor beholen, der das entsprechend dann auch leisten kann. Ohne Sperenzien, ne? Oder aussuchen wir mal so. War ein Traktor, der so frei ist, ne? Ja, mal ganz kurz. Mal gucken. Ne, Drahtstaub. Das war der verkehrte. Na, er hat ja keine Deichsel und den sein, sondern im Prinzip, naja. Nö. Eine feste Einheit, kann man sagen. Muss ich mal gucken hier, was ich da habe an Fahrzeuge. Bei viele Fahrzeuge ja zu stehen, ne? Die wären jetzt für Milchfahren ungeeignet, wegen Breitreifen. Das wäre Quatsch. Was habe ich hier reingefahren? Einfach auch ein Traktor, ne? Dass der mit Pflegebereifung wäre auch ungeeignet und den brauche ich ja ganz gerne für falls mal naja, aber 100 Tonnen einen kleinen Traktor für 100 Tonnen, gut, man könnte eine Bereifung nehmen, aber da kriegen die Kühe ja mehr Milch, als sie wegfahren können. Ungünstig. Fendt. Der WGH ist wieder leer. Fall runter, Junge. Gut oder nicht gut? Dann wird der im anderen Bereich auch voll sein. Und zack. Können wir gleich wieder mal einen Schwung nehmen. Weil die BGH ist das Einzige, was jetzt Geld bringt, ne? Anführungszeichen. Gut, die Milch auch. Was sind ja die guten Gras, den Gras? Die Grasbahnen sind da drüben auf der anderen Seite. Das sind jetzt hier Silage. Einmal Klee und einmal Zerne. Die bringen in der BGH ein bisschen mehr Geld wie Gras. 57 Euro bekomme ich dafür. Pro 1000 Liter. Das nenne ich mal sauber. Nee, nee, das ist zu eng. Oder? Na, Fendt wäre für sowas transportmäßig ungünstig. Für die Milch, weil der ist einfach ja zu groß, ne? Also zu zu teuer Unterhaltung dafür, ne? Dann müsste ich mir bald einen Milchwagen kaufen, klein, oder lass den LKW fahren. Oder ja, mit Deichsel ist mal so eine Sache, ne? Wahnsinn, 80.000
Gehen wir rüber im anderen Hof. Vielleicht haben wir da noch was. Das wäre auch so ein Fahrzeug dafür, ne? Aber das ist ja auch Pflegebereifung. Sag mal so, da könnte Pflegebereifung, ne? Aber als braucht ein Fahrzeug, was ständig als Milch fährt, ne? Also von daher muss er die Eigenschaft nicht haben. Längerfristig gesehen kannst du auch einen kleinen Traktor nehmen, ne? Also leisten. Dann muss der hier das nicht machen. Ich habe ja mehrere kleine Traktoren da. Ja, da müssen halt die anderen ran, die Messer Ferguson, die kleinen halt, ne? Normaler Bereifung könnt ihr dann Milch fahren. Haben wir vorher auch gemacht. So. So, was wir so tun. Hier geht 100.000 rein. Warum das? Um 80.000, 100.000. Das finde ich jetzt aber gemein. Egal. Immer durchhalten, was ich an Traktoren habe. Der soll Dünger streuen. Richtig. Aber das ist für... Den werde ich verkaufen. K2. Was hat der für Leistung eigentlich? K2 145. Garage. Soweit ich weiß, nicht viel. Bitte zwei Sorten. Ne, das hier kaufen, ne? Ne, die habe ich. Hm. K2. Die haben ja 280 PS. Davon habe ich ja mehrere. K2. Der 175, ne? Der ist ein schwach. Den fahr ich mal zum Händler und verkauf den. Oder ich verkaufe ihn im Menü. Dumme Zeit haben wir nicht. K2. Gut. Verkaufen. Gut. Das ist richtig verkauft. ja, Messer Ferguson. Ich hatte ja, bevor ich, der Mod ist jetzt weg, ne? Aber ich glaube, der kommt wieder rauf. Der reizt mich irgendwie. Ne, dafür haben wir auch diese Fahrzeuge extra gekauft. Da war die entsprechend da. So, hier ist ein Messer Ferguson noch. Und da könnte man den vielleicht umlackieren auf weiß. Und da könnte, na Milch, muss ich, Gülle muss ich hier auffahren. Den rüstig um auf normale Bereifung. Meinetwegen Treibbereifung. Und mal schauen, wie er mit dem anderen Fahrzeug klarkommt, ne? Wenn er gut klarkommt. Ja. Gut, wenn er mit Mod Schwierigkeiten macht, mal schauen. Wieso wird hier die Werkstatt blockiert? Ja. Aber so, liebe Zuschauer, das soll es auch schon für heute gewesen sein. Dann seid mal tschüss. Ciao, ciao. Morgen geht es hier weiter, hier in Thüringen. Ja, immer noch ein bisschen beschäftigen, bevor die Erdrock geht. Tschüss, ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wenn ihr Lust drauf habt, ich bin da. Tschüss. Und nochmal ein dickes Dankeschön fürs Reinschauen.